liebe Freundinnen und Freunde der Greifswalder Bachwoche. Wir feiern heute gemeinsam eine Premiere. Das passt gut zur Greifswalder Bachwoche. Premieren sind ja für jede musikalische Veranstaltung ein Highlight. Und ich vermute, in den vergangenen 74 Jahren wird es die eine oder andere große oder kleine Premiere gegeben haben bei der Bachwoche. Das waren vermutlich erfreuliche Ereignisse als das heute. Denn dass ich nun zum ersten Mal mit einem Wort zur Bachwoche eine Aufzeichnung mache und Sie zum ersten Mal die Bachwoche am Computer, am Tablet oder am Smartphone erleben, das hat ja eher traurige Gründe. An vielen Stellen hört man in diesen Tagen die gleiche Begründung. Wir müssen das leider dieses Jahr so machen, Corona-bedingt. Vielleicht gehören Sie zu denen, die das langsam nicht mehr hören können. Und vielleicht denken Sie auch, dass die ganzen Maßnahmen und all die Absagen doch recht übertrieben sind. Und vielleicht haben Sie damit auch recht. Aber eben nur vielleicht. Die Menschen, die die Greifswalder Bachwoche hinter den Kulissen planen, organisieren und durchführen, haben sich seit Beginn der Corona-Krise intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, was jetzt werden soll. Es wurde gemailt und telefoniert und videokonferiert und immer wieder überlegt, wie die Bachwoche unter solchen Bedingungen durchführbar ist. Worüber diese Menschen nicht ernsthaft nachgedacht haben, war, ob die Bachwoche möglicherweise gar nicht stattfinden soll. Ich erinnere mich noch gut an die Videokonferenz, in der diese Möglichkeit für ganz kurze Zeit zur Sprache kam. Ich glaube, es hat keine 5 Minuten gedauert, da war diese Option schon wieder vom Tisch. Und es war ganz klar, die Greifswalder Bachwoche hat in ihrer langen Geschichte so viele schwierige Situationen erlebt. Sie war so oft bedroht und hat trotzdem immer in irgendeiner Form stattgefunden. Das wird in diesem Jahr also nicht anders sein. Und es gibt ein kleines Buch mit Aufsätzen und Interviews, in dem man die Geschichte der Bachwoche nachlesen kann. Und nachdem ich mich damit beschäftigt habe, ist mir klar geworden, dass es schon fast ein kleines Wunder ist, dass es die Greifswalder Bachwoche immer noch gibt. Die Schwierigkeiten direkt nach dem Krieg und in den Jahren danach waren immens. Das hat bei fehlenden Lebensmitteln für die Musikerinnen und Musiker angefangen und reichte bis zu politischen Repressalien. Die Verweigerung von staatlichen Räumen für Konzerte, Einreise- und Auftrittsverbote für Musizierende und Orchester oder untersagte Druckgenehmigung für Plakate und Programmhefte. Das waren nur einige der Probleme. Ich verstehe jetzt noch besser, weshalb diejenigen, die schon so lange mit diesem Format verbunden sind, so entschieden sagen, nach allem, was wir bewältigt haben, lassen wir uns von einem Virus bestimmt nicht aufhalten. Auch wenn es anders ist als in den vergangenen Jahren, die Greifswalder Bachwoche wird es dennoch geben. Dennoch. Dieses kurze, prägnante Wort ist das neue Motto für die 74. digitale Greifswalder Bachwoche geworden. Ich persönlich mag diesen alten Begriff und er hat auf mich eine besondere Wirkung. Wenn jemand dennoch sagt, dann werde ich wachsam und höre hin. Dennoch, das ist für mich wie eine Markierung, ein richtiges Signal. Ich weiß, jetzt kommt etwas Besonderes. Jetzt kommt etwas Neues. Da hat jemand verschiedene Möglichkeiten erwogen und unterschiedliche Argumente durchdacht und dann eine Entscheidung getroffen. Wir machen es dennoch. Ideengeber für dieses Dennoch ist ein Psalmwort aus dem Alten Testament. Der Beter des 73. Psalms hat auch einen Entscheidungsprozess hinter sich und sein Ergebnis formuliert er so. Dennoch bleibe ich stets an dir, Gott, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Über viele Verse hinweg hat dieser Beter geklagt. Wie kann es sein, fragt er sich, dass es den Frevlern und Gottlosen, wie er sie nennt, so viel besser geht als ihm selbst? Weshalb soll er denn an Gott festhalten, wenn es sich doch offensichtlich ohne Gott viel besser leben lässt? Mit seinem Dennoch beantwortet er seine Frage selbst. Er bleibt bei Gott,
weil er von dem Vertrauen getragen wird, dass Gott ihn durch sein Leben begleitet. Und dieses Vertrauen geht offensichtlich tiefer als seine Zweifel. Woher es kommt, erfahren wir nicht, doch die Worte, mit denen er das beschreibt, berühren mich. Da heißt es: Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Oder anders gesagt, dem Dennoch des Psalmbeters geht das Dennoch Gottes voraus. Lange bevor er sich entscheidet, an Gott festzuhalten, hat Gott schon entschieden, an ihm festzuhalten, auch wenn er zweifelt und klagt und unzufrieden ist. Ich stelle mir vor, dass dieses Dennoch Gottes nicht nur dem Psalmbeter gilt, sondern in großen Buchstaben über dem Leben von jedem und jeder Einzelnen von uns steht. In diesem unscheinbaren Wort verdichtet sich sozusagen das, was für mich zum Wesen des christlichen Glaubens gehört. Gottes Zusage zu mir, die auch durch meine Zweifel, durch meinen Unglauben und durch meine Grenzen nicht zerstört wird. Er setzt mir und meinem Leben sein Dennoch entgegen. Und ich kann ihm mit meinem Dennoch antworten, so wie der Psalmist. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Alles ist anders in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen und uns allen dennoch gute und berührende Momente mit der Musik und mit den Worten der 74. digitalen Greifswalder Bachwoche.